gar nicht, ob du Momentan Sport... ist es ruhig auf der Strecke. Moment. Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. So, Jeff ist jetzt fertig mit Quatschen. Danke. wir sind jetzt in Kanada. Nächste Rennwochenende kann starten. Im Training mit dabei der Camillo. Ja, moin. Nach dem verheerenden Debakel aus Monaco müssen wir jetzt einmal wieder was für unsere Seele tun. So, vier Leute von 20 auf der Strecke, das nutzen wir doch, wir fahren raus. Und ich gucke erstmal nach dem Wetter, also... Unsere Wetter. Training ist gut, Training ist bewölkt, Qualifying Sonnenschein und Rennen regnet. Soll es regnen, also leicht tröpfeln, bin mal gespannt. Nein. Toll, ganz toll. Ja, erstmal zur Strecke gehen jetzt. Kanada, nix, Kanada. Nur Kanada, also das heißt jetzt Qualify, super Zeit hinlegen oder so. Naja, und dann hinterher auf Schmierseife das Rennen zu Ende fahren. Ja, auf Schmier, oh mein Gott. Das erste Rennen auf Regen, Alter. Boah. Da war mir schon klar, dass es wieder Kanada ist, wo es regnet. So nördlich, wie wir hier sind, ey. Oh, ist hier viel Platz. Also nichts zum Vergleichen mit Monte Carlo, du. Ja, also hier, das ist schon mal... Wenn du da mal so leicht links, rechts hast, hast du wenigstens noch genug Breite, um das zu korrigieren. Aber da darfst du natürlich auch nicht zu schnell dafür sein, sonst büßt du das gleich ein. Hier kannst du ein LKW-Rennen fahren, so viel Platz wie es. Wow. Da hatte ich aber einen flotten Ingo jetzt hier gerade. So hoppeli, hoppel, hoppel. Oh. Ach, fast. Solange er nicht in die Hose ging. Ja! Solange er nicht außer Hose ging. Ja. Ja, wir wollen wieder zu Scherzen aufgelegt. Man kennt ihn. Ich nutze noch so lange ich kann. Beim Regen geht das noch nicht mehr. Ich glaube, ich habe mir die Ironie zum Lachen. Gut, dass noch nicht viel los auf der Strecke ist. Da geht das alles noch. Ja, 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 ja. Das ist Porno, Ralle und Hardcore. Oh nein! Oh, war das knapp? Ich kam halb aufs Gras und dann... Okay. Dann ist der wieder auf die Straße gekommen und fing dann an zu schlittern, die Sau. Nee. Bin froh, dass ich mir nicht den Reifen abgefahren habe. Halleluja. Ja, mein Frontflügel hat etwas abbekommen, ich weiß. Oh, oh, oh. Geht schon gut los. Reicht, wenn du das im Regenwetter machst. Hör mir bloß auf, du. Oh, jetzt habe ich aber... Das war nicht so toll. Boxenstopp. Nee, mit dem. Ja, wegen dem Frontflügel und wegen Reifen. Oh, da sind noch viele in der Boxengasse. Viele in der Boxengasse. Ja, die meisten fahren ja halt ziemlich spät erst raus, ne? Und rein. Oh ne, die Kurve, die habe ich versaut. Ganz ruhig. Das war jetzt nix, jetzt hat es mich gerade rumgedreht. Warum auch immer. Mal weiter lang, mal weiterfahren hier. Die Reifen wieder Grip auf der Strecke bekommen.
gekommen? Ja, mit dieser 90-Grad-Kurve unten. Da habe ich noch meine Probleme gerade. Egal, holen wir uns erstmal eine neue Nase. Eine neue Nase für den Hase. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Schieb den Wal zurück in die Box, nee. Hier vorne nach ein Stück Spoiler. Das könnte wohl Männer gewesen sein. Ja, ich glaube, das war diese 90 Grad Kurve. Jo, das ist mir. Haut hin, Moll, ja. Habe ich jetzt die Boxengasse ver... Jetzt da rein. Ach, scheiße. Okay. Lol, hast du verpasst? Jo. Wird mir gar nicht irgendwie gar nicht angezeigt, weil ich habe auf die Pfeile nicht geachtet. Keine Ahnung. Ah. Jo, alles klar. Gazzi fährt wieder raus. Noch ist ja noch Zeit. Viel los auf der Strecke. Scheiße, aber ich habe Glück. Uiuiui. Boah, in der Ecke, wo so viele Bäume stehen, da ist es so dunkel. Ja. Na, also geht doch. Wie gerade Laune, die Strecke. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Ja, Jeff, halt den Schnabel. Wieso, was will er? Ach so. Aber da ist nix. Und krieg ich wieder eine gute Zeit? Komm. Ja, nice. Jetzt. Mann, Alter. 1,17, 1,16, jetzt 1,15. Jetzt kann ich ruhig reinfahren. Ich hatte gerade, das stand oben ganz in grün. Minus 900. Ich so, ja, das wird eine gute Zeit. Da fährst du jetzt in den Boxengasse. Das ist doch nicht los, ey. Sollst du dich überreizen? Nee. Boxenstopp. Geht klar. Ja, mal gucken, was ich kriege hier. Wow. Dein fucking Ernst? Ja, es ist jetzt aber auch nur glücksmäßig. Boxenstopp. Kommt das nämlich genau hin von der Zeit, dann passt das. Rasen, Boxengas, ach, ihr könnt mich langsam mal, ey. Ja, gut, dass es nur Training ist. So, ein drin. Jo, ich komme auch so gerade.
nicht gesagt. Ich kann nicht nach hinten gucken, verdamt. Sehe nicht mal im Spoiler, aber da ist. Mal rüber gucken. Hier kann man schön Pit geben auf der Langgeraden, alter Verwalter. Mein Husten, sorry. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel der Camillo drüber hatte. Er hat 1,15, er hat 1,14. Das ist vorzüglich, Leute. Da ist er ja aber gerade reingekommen, du. Wow. Achso, ja. Ich darf drücken, ja, wow, ey. Ich wollte gerade sagen, warum werde ich nicht reingeschoben? Oh, fuck, Alter. Also, ich freue mich nicht aufs Rennen, nein. Doch mal schnell Wetterbericht. Eine Sekunde und ein Hundertstel, ein paar Hundertstel. Und guck. Das ist, ja, aber. Ja, 1,14, 1,15, da kommt Hamilton, Bottas, 1,18 beide. 15,3. Und danach geht's dann halt aufwärts. 19 und dann irgendwann 20. Hi. Also, oh, ich darf drücken. So, was sagt denn Wetter? Wurde es aktualisiert? Scheiße. Wetter ist immer noch auf Regen. Für Rennen. Scheiß die Wand an. Ja, 10 von 20 draus. Wir haben unsere Dings getan. Und genau. Das reicht. Hier sehen wir nochmal die Zeiten. Jo, die alle um 1,18 rum. Ja, lieber Camillo, ich würde sagen. Jo. Wir sehen uns beim. Genau. Beim nächsten Renntag wieder. Ab ins Qualifying und schauen wir mal da weiter. Alles klar, besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Also Leute, bis dahin, bis zum nächsten Renntag. Also, ciao.